Hallo, heute stelle ich euch die Tonkabohnen von Habagier vor. Wie man hier lesen kann, muss man die Tonkabohne mit einer Muskatreibe benutzen. Die Tonkabohne ist in einem Zuckerbett eingelegt. Der Duft und der Geschmack der Tonkabohne erinnert irgendwie an Weihnachten. Es ist ein Vanillearoma, aber auch noch etwas mehr. Ich mag den Geschmack und den Duft der Bohnen sehr. Deshalb gibt es von mir volle 5 Sterne. Noch zu beachten ist, die Bohne sollte man wirklich sparsam dosieren und man braucht unbedingt eine Muskatnussreibe dafür.